Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf dem Kanal. Hallo und herzlich willkommen zu The Longing. Ein Spiel, das mir von dem Publisher Application Systems Heidelberg zur Verfügung gestellt wurde. Vielen Dank dafür. Und ich will gar nicht so viel drumherum reden, denn man erkennt hier oben schon, wir haben eine Menge Zeit. Wir schauen uns mal die Bedienung an. Laufen, klicken und halten. Laufen lassen, Doppelklick. Aktion mit Rechtsklick. Laufen lassen, Aktion mit Steuerung. Okay. Okay. Vollbild haben wir an, Sound haben wir an. Sprache ist Deutsch, bitte. Zum Schließen irgendwo hinklicken. Okay. Bedienung, das haben wir schon. Okay. Und die... Gut, dann können wir nicht nochmal zurück. War da nicht noch ein anderes Auswahlfeld? Wir können das Ding ein Ticken heller machen, was ich glaube ich gar nicht so doof finde. Wir starten einfach mal, denn wir werden eine Menge Zeit haben, um miteinander zu reden. Tief unter der Erde liegt das Reich eines alten Königs. Wirklich tief unter der Erde. Studio seufzt, präsentiert. The Longing. Meine Kräfte sind vergangen. Alles, was mir bleibt, bist du, mein Schatten. Ich verlange von dir nur zu warten und diese Höhlen niemals zu verlassen. Ich werde 400 Tage schlafen, um meine Kraft zu sammeln. Erwecke mich, sobald die Zeit gekommen ist, um alle Furcht und Sehnsucht zu beenden. Und damit startet die Zeit. Das also ist mein Zuhause. Ein schöner Ort, um die nächsten 400 Tage abzuwarten. Ah, okay. Nee, ich will jetzt noch nicht musizieren. Wir können jetzt mal da hingehen. Er läuft sehr gemächlich. Was haben wir da? Hinsetzen und lesen. Was ist das? Ich werde alle vier Teile dieses Instruments finden müssen, bevor ich in den Genuss des Musizierens komme. Das ist unser neues Zuhause für die nächsten 400 Tage. Wir, so kurz zusammengefasst zum Spiel, ja, wir sind ein kleiner Schatten. Da. Und der letzte Diener unseres Königs.
Der König muss jetzt 400 Tage schlafen, um seine Macht zurückzubekommen. Und unsere Pflicht ist es, ihm zur Seite zu stehen, während er schläft. Das bedeutet, wir sind hier allein. Und wir warten eigentlich nur darauf, dass unser König wieder aufwacht. Es ist ein Spiel, das sich viel mit dem Vermerk Einsamkeit beschäftigt. Das ist alles sehr gemächlich, wie ihr feststellen werdet, früher oder später. Wir könnten ja schon mal hier so ein bisschen. Geh mal dahin. Kannst ja mal ein bisschen malen. Da, so. Mit Kohle. Ich habe diese Farbe nicht. Es sollte nicht so schwer sein, sie irgendwo in den Höhlen zu finden. Da. Wir malen mit Kohle. Wir malen den Mond. So, und jetzt seht ihr schon, es ist alles sehr, sehr entspannt, denn er malt jetzt wirklich. Wir haben das Spiel jetzt gestartet und die 400 Tage, sehen wir hier oben, haben jetzt angefangen. Die laufen auch weiter, wenn wir das Spiel beenden. Das heißt, unser kleiner Schatten wird sich trotzdem diese 400 Tage hier unten alleine rumtreiben. Ich bin mir allerdings nicht sicher, zu was das führt, wenn wir ihn jetzt wirklich hier alleine lassen. Wir könnten ihn jetzt komplett in seiner Einsamkeit zurücklassen und nach 400 Tagen sagen, okay, jetzt gucken wir mal wieder rein. Machen wir natürlich nicht. Ja? Ich denke, während er hier noch reinmalt, ich denke, wir werden es so machen, wir werden immer mal wieder reinschauen. Vielleicht werde ich euch das auch ein bisschen zusammenschneiden. Und dann schauen wir mal, was unser kleiner Schatten so treibt. Das ist alles super gemütlich, was sieht man da? Die Zeit vergeht schneller in Gesellschaft großer Kunst. Das hier verdient einen besonderen Platz an meiner Wand. So, und hängen wir mal da so hin. Da liegt was. Ihr seht schon, er weiß auch, dass wir Zeit haben. Ja, deswegen, der König ermahnte mich, diese Höhle nie zu verlassen. Ich frage mich, was genau er damit meinte. Hebt das mal auf. Ein kleiner Brocken Kohle. Ich werde dich sicher verwahren, mein kleiner Bruder. Ein kleiner Brocken Kohle. Ein gefallener Bruder kehrt zurück nach Hause. Jetzt habe ich zwei Kohle, die wir zum Mahlen brauchen. Tatsächlich. Ah, eine Wohltat, den müden Körper auf einen bequemen Sessel zu hieven. Ein Buch lesen oder sitzen und starren? Wir lesen ein Buch. Wir können hier verschiedene Bücher lesen, ja. Lesen lassen. Bedeutet das, dass er automatisch liest? Die Goose Girl. Dann sprach Zarathustra und Moby Dick. Alles auf Englisch. Ich lese es euch jetzt nicht vor. vielleicht später. Gedanken. Der König befahl mir, 400 Tage zu warten. Dann soll ich ihn aufwecken und er wird daraufhin alle Furcht und Sehnsucht beenden. Ich frage mich, was genau passieren wird. Immerhin ist mein Geburtstag noch etwas früher. Ich glaube, der kleine Schatten ist jetzt gerade erst geboren worden, wird also in 365 Tagen Geburtstag haben. Davon gehe ich jetzt einfach aus. Der König ermahnte mich, diese Höhle nie zu verlassen. Ich frage mich, was genau er damit meinte. Ich wünschte, ich könnte von einem anderen Ort träumen. Ich würde gern. Huch, er hat von sich aus umgeblättert. Alles klar, wir müssen lesen lassen ausmachen. Sonst blättert er von sich aus um. Ich würde gern die Höhlen etwas erkunden, aber ich spüre die Anwesenheit einer tiefen Dunkelheit, die irgendwo lauert. Wo ist diese Dunkelheit? Werde ich sie je überwinden? Ich könnte eine Karte des Königreichs gut gebrauchen. Angeblich ist die Höhle voller geheimer Orte. Ich frage mich, wann ich die gesamte Höhle erkundet haben werde. Bis jetzt habe ich noch gar nichts gesehen. Irgendwo im Königreich befindet sich eine geheime Bibliothek. Ich hoffe, ich kann sie finden. Ich könnte gut und gerne noch ein paar Bücher gebrauchen. Ich muss definitiv mehr lesen. Mein Traum wäre es, ein Buch zu finden, das niemals endet. Ich habe von den Hallen der Ewigkeit gelesen, wo die Zeit stillstehen soll.
Da ich während des ganzen Wartens zwischendrin etwas Freizeit habe, könnte ich versuchen, davon Gebrauch zu machen. Immerhin vergeht Zeit schneller, wenn man sich zu beschäftigen vermag. Mein Heim ist noch nicht komfortabel genug für diese lange Wartezeit. Ich wünschte, ich hätte etwas mehr Farben für meine Kunststudien. Es sollte möglich sein, noch mehr Farbsteine in der Höhle zu finden. Ich brauche auf jeden Fall mehr Bilder an der Wand, insbesondere Bilder von Läusen. Eine Spitzhacke wäre ein nützliches Werkzeug hier unten. Ich könnte versuchen, mein kleines Heim zu erweitern, indem ich die Wände behacke. Es gibt Kristalle in den verschiedensten Farben. Ich könnte ein paar davon ernten und mit ihnen mein Zimmer schmücken. Ein Bett wäre eine nette Ergänzung zu meiner Einrichtung. Ich könnte wohl eines bauen, wenn ich die richtigen Materialien hätte. Ich könnte hier unten fließendes Wasser gut gebrauchen. Nicht wegen der Hygiene, ich mag nur die Geräusche so sehr. Glücklicherweise muss ich nicht essen, aber es wäre nett, ein paar Pilze zu pflanzen. Es ist doch sehr einsam hier unten. Von Zeit zu Zeit wäre es schön, in ein anderes Antlitz zu blicken. Ich würde mich so gern mit jemandem unterhalten. Irgendjemandem. Manchmal höre ich eine wunderbare Melodie in meinem Kopf. Ich wünschte, ich könnte meine Lieblingsmelodie auf meinem Instrument spielen, um den Schmerz der Einsamkeit zu lindern. Ich sollte eine Liste meiner Niederlagen anlegen. Das wird immerhin eine kleine Errungenschaft darstellen. Ich habe momentan 0 Enttäuschung, 2-mal Kohle und 1-mal Papier. Nun, mehr fällt mir gerade nicht ein. Ich denke mal, ich werde mit dem Warten in Einsamkeit weitermachen. Okay. Könnten ihn also prinzipiell dann... Wie die Zeit vergeht. Ich sollte mehr lesen. Ja, nämlich die Zeit rast, ne? Sagst du, kleiner Freund. So, das ist das. Gut. Dann geh mal hier rüber. Das Gute ist, es ist halt wirklich, ne? Wir können uns hier richtig Zeit lassen. Ja, geh da raus. Geh da raus, kleiner Mann. König. Kannst du mit ihm irgendwas machen? Wir lassen ihn mal dahin sappen. Ich denke, der König wird mir erlauben, sein großes Reich zu erkunden, aber ich merke mir besser den Rückweg. Merken. Merken, laufen zurück. Okay. Wir sind jetzt hier, ne? Ah ja, okay. Verstehe. Dann gehen wir hier die Treppen hoch. König schnarcht. Es gibt keinen Grund zur Eile. Ich habe genügend Zeit zum Laufen. Ja, du... Ja. Hast du recht. Ja, wenn man bei der... Ja, Sportsfreund, dann lauf mal da hoch. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich mag diese Treppen. Ich mag dich, kleiner Schatten. Es wäre interessant zu wissen, was wirklich passiert, wenn wir ihn die ganze Zeit alleine lassen. Aber irgendwie will ich das auch nicht probieren. Geh mal dahin, da liegt nämlich was. So.
Ist es nicht, wir könnten das mit Steuerung oder mit Leertaste aufheben? Ich sehe dort etwas auf dem Boden liegen. Achso, nee, so läuft er nur. Ach, mit Steuerung. Ein kleiner Brocken Kohle. Ich werde dich sicher verwahren, kleiner Bruder. Dreimal Kohle haben wir jetzt. Die brauchen wir zum Mahlen. Viermal Kohle. Ja, läuft doch. Das ist ein Spiel, das sich viel mit Einsamkeit, mit Alleinsein beschäftigt. 400 Tage ist natürlich eine lange, lange Zeit. Die Tür hat sich lange nicht geöffnet. Es könnte eine Weile dauern. Mhm. Gut. Ich nehme euch so zu den ersten Erkundungen komplett mit. Und danach schauen wir mal weiter. Ob ich euch das irgendwie zusammenschneide. Kannst du schon durch? Ich könnte mich schon hindurchzwängen, aber es wäre Blasphemie, nicht zu warten, bis die Tür sich in aller Pracht geöffnet hat. Wir haben ja Zeit. Ne? So ist er nicht. Auf seine Finger, süß. So, dann geh mal. Dies ist ein guter Ort, um einsam zu sein. Ich merke mir besser den Weg. Ah ja. Okay. Drei Türen. Wie ihr hin und her sappt. Wir betreten mal die rechte Tür, glaube ich. Ach, da kannst du nicht hochgehen. Ach so, nee, dann geht bloß dahin. Das ist in Ordnung. Habe ich nicht gesehen. Kannst du damit was machen? Meine Nase ist noch nicht spitz genug, um diesen Kristall abzuernten. Vielleicht kann ich irgendwo eine gute Spitzhacke finden. Ja, das haben wir ja schon in deinen Gedanken gelesen, dass du da dran gedacht hast. Wir machen es dir richtig schön hier unten. Wir gehen rechts zuerst hin. Das ist, glaube ich, egal, deswegen wir arbeiten uns da von rechts nach links dann durch. Oh, die Schatzkammer, ne? Cool. Ein Stück Kreide. Jetzt kann ich den blassen Mond malen, der mir auf immer verborgen bleibt. Ja, hacken können wir eh noch nicht. Die Schatzkammer des Königs. Wir gehen mal weiter geradeaus. Huch! Moment, stopp, stopp, stopp! Was ist denn da runtergefallen? 5 Kohle hast du jetzt. Siehst du, da kannst du Bilder malen ohne Ende. Wir brauchen Papier. Wir haben nur ein Papier. Nee, nicht den Raum, nicht den anderen Raum treten. Ja. Ich
Ich bin wahrhaft alleine. Ja, trink Kaffee. Sehr, sehr verzweigt. Ich könnte mir so viele Aufnahmen vorstellen, dass ich das so abends so einfach laufen lasse und spiele. Ein bisschen mit ihm rumlatsch. Der einsame Wächter patrouilliert auf den verlassenen Straßen. Irgendwas? Nee, ne? Kleine Mats. Weiß gar nicht, wo er hingehen soll. Doch, da geht's noch weiter. Wir haben uns ja den Weg gemerkt. Das heißt, er würde dann automatisch wieder dahin spazieren, glaube ich. Manchmal höre ich eine wunderbare Melodie in meinem Kopf. Ein besonderer Feuerstein. Mit zweien kann ich zu Hause ein Feuer entfachen. Kletter mal da hoch. Ah, eine Niederlage. Jetzt habe ich eine Enttäuschung. Noch wie traurig. Entschuldige. Das tut mir jetzt voll leid. Hochgehen. Ja. Die erste Folge wird definitiv Überlänge haben und ansonsten würde ich es euch dann immer ein bisschen zurechtschneiden. Mal bitte hier hin. Und dann merken wir uns das einmal. Und gehen wir hier weiter. Dann können wir ihn notfalls hier zurücklaufen lassen. Und dann den anderen Weg nehmen. Moment. Nimm mal bitte die Kohle mit. Sechsmal. Gehst du genau bis zu der Kante. Ich will nicht, dass es runterfällt. Springen. Auf gar keinen Fall. Da ist die Spitzhacke. Okay. Wir springen natürlich nicht. Lass den kleinen Mats doch nicht herunterfallen. Okay, Moment. Wenn ich jetzt das da anklicke.
Läuft er dann automatisch dahin? Sieht ja danach aus. Mal Kohle. Okay, aber er stoppt dann. Gut, dann gehst du mal dahin. Kohle scheitert es hier tatsächlich nicht unbedingt. Wir nehmen sie trotzdem immer mit, wenn es uns auffällt. Aber wir brauchen Blätter. Ich wünschte, ich hätte jemanden zum Reden. Aber eigentlich kann ich das auch mit mir selbst. Ich muss mich nur setzen und meine Gedanken sortieren. Kleiner Mann, du kannst ja mit mir reden. Alles gut. Papier. Haben wir gerade Papier gefunden? Ja, sehr schön. Dieses Stück Papier wird mir in meinen Kunststudien nützlich sein. Ich frage mich, wo es herkommen mag. Das weiß ich auch nicht. Ich mag den Geruch von Erde. Wir merken uns diese Position jetzt mal. Könnten wir eigentlich wieder rausnehmen, aber... Und wir gehen mal nach oben. Da ich keinen Orientierungssinn habe, werden wir uns hier sowieso verirren, also... Deswegen setze ich lieber ein paar mehr so Wegpunkte. Ja, ruhig weiter. Ruhig weiter. Und da ist die Brücke eingestürzt. Könnten wir beseitigen, indem wir das Ding da... springen. Nein, 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 nein. Wo sind wir denn jetzt? Ja, du kleiner Knuddelbär. Guck mal noch in den anderen Raum.
Schlimme ist, dass ich halt wirklich überhaupt keinen Orientierungssinn habe. Waren wir hier nicht schon? Ich finde das Spielprinzip ganz interessant mit diesen 400 Tagen und dass er hier halt ganz allein ist. Ich glaube auch, uns greift hier nichts an. Sondern es geht tatsächlich nur darum. Ach, guck! Okay, das ist spannend. Dann gehst du mal da hoch. Ja, dieses Spielprinzip, dass du halt dich nur auf ihn, das hat so ein bisschen was von, ja doch, von Tamagotchi, nur dass du ihn halt nicht füttern musst und so, sondern dass es halt wirklich darum geht, wie kannst du ihm helfen, die Einsamkeit zu überwinden. Okay, wir gehen trotzdem mal da hoch gucken. Wo löst sich denn Aufnahme weiter? Was für ein bedeutungsloser Aufstieg. Jetzt habe ich zwei Enttäuschungen. Oh, das tut mir jetzt gerade so leid. Ich wollte ihn nicht enttäuschen. Ich dachte, wir können ja mal gucken. Hier sind wir gekommen, ne? Okay, wir sammeln doch nicht jede Kohle ein. Geh mal hier durch die Tür. Ich muss mal gucken, ob das die richtige Tür jetzt ist. Achso, nee, doch nicht. Sind wir da gekommen? Dann gehst du jetzt mal da hoch. Ab und zu hat Einsamkeit auch etwas Gutes. Da stimme ich dir zu, kleiner Schatten. Sagst du bitte was dazu? Diese Einkerbungen scheinen eine sehr krude Karte des Königreichs abzubilden. Es wird eine Weile dauern, sie zu entschlüsseln. Merk dir das mal. Gehen wir nach links weiter. Dadurch, dass die Zeit ja generell weiterläuft, okay. Wir haben uns das jetzt gemerkt. Da können wir wieder hin.
mich sehen die Räume alt aus, für mich sieht das alles gleich aus. Das mal auf. 12 mal Kohle, sehr schön. Brauchen wir nur noch, was hast du gefunden? Ein Stück Holz. Damit könnte man ein Bett bauen. Ja, sehr schön. Okay, wir gehen doch ein bisschen wild durcheinander. Sammeln einfach alles ein, was wir finden. Ich habe das Leben nie verstanden. Jetzt ähnlich wie vielen anderen. Wer versteht es schon? Was? Aber da kommen wir jetzt nicht hin. Ich habe trotzdem ein bisschen Angst, dass irgendwas passiert irgendwie. Hier wächst Moos, aber es ist noch nicht reif zur Ernte. Ah, okay. Platsch, 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 platsch. Platsch, platsch, siehst du? Der hat dieselben Gedankengänge wie ich. Okay. Wir müssen also warten. Nur wie lange? Das ist die Frage. Dann merken wir uns diesen Ort auch mal. Ich würde die ja gern benennen, so prinzipiell. Aber das geht, glaube ich, nicht. Das ist ein Raum. Interessant. Gehen wir gleich hin. Wir gehen jetzt gleich dahin. Hier ist überall Moos. Ist also nicht reif. Das hier auch noch nicht? Nee. Kannst du hier jetzt noch ein Stück weiter? Nee, ne? Lauf mal wieder zurück. Die Frage ist natürlich, wie lange dauert das, ne? Dauert das Stunden, Tage, Wochen?
Dieser kleine Tropfen leistet schwere Arbeit. Wir müssen warten, bis das voll ist, ne? Da kommen wir nicht hoch. Okay. Wir merken uns. Überschreiben, ja. Wir merken uns den Ort mal. Ich würde die so gern benennen, halt wirklich. Oder einfach zu sagen, okay, Tropfen Wasser oder so. So, dass man halt so einen Anhaltspunkt hat. Aber den hat der kleine Schatten auch nicht. Also kriegen wir ihn auch nicht. Gut. Kleiner Mann, dann gehen wir mal weiter hier rüber. Schauen wir mal, wo der seltsame Raum uns hinführt. Huch, aufheben. Ja, da war was. Wo ist es hin? Mist. Ja, verpasst. Das Wasser ist nicht tief genug, um sich darin zu ertränken. Ja. Das wollen wir ja auch nicht, dass du dich ertränkst. Hier geht's dann nicht weiter. Immer dieselbe Aussage. Also, können wir da einfach mal durchlaufen? Durchplatschen? Ne? Hier rüber bitte. Wir treten den Raum natürlich nicht nochmal. Wir warten jetzt, bis dieser Tropfen entweder das komplett ausgehöhlt hat. Was ich mir vorstellen könnte, oder bis es voll ist, sodass wir rüberplatschen können. Kannst du nach da unten, ist die Frage. Das ist ein sehr interessantes Spielprinzip. Okay, du kannst nicht weiter? Okay. Okay. Gut. Für 10 Kohle nehmen wir alles mit. Wie er nochmal durch die Tür lunzt. Okay. Gut, dann sind wir hier drüben gewesen. Jetzt wir gehen jetzt nach da. Ich fällt nach unten durch. Thank you.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welchen Türen wir jetzt schon drin waren oder nicht. Ach, das ist das, okay. Da drüben kommen wir nicht hoch. Aber du kannst es ja nochmal untersuchen, ob es schon ein Stückchen weiter ist. Offensichtlich jetzt ziemlich latte. Ah, okay, alles klar. Gut. Geh mal dahin. Der König hat gesagt, er soll drin bleiben, nicht rausgehen. Diese Stufen soll zu den Höhlen jenseits des Palastes führen. Ich glaube nicht, dass der König diesen Weg gutheißen würde. Dann gehen wir da auch noch nicht lang, wenn er sich dabei nicht sicher fühlt. Das habe ich jetzt so daraus geschlossen, dass er sich jetzt dabei nicht wohlfühlen würde. Muss er jetzt hier bleiben dazu? Oder kann er gehen? Bin mir ein bisschen unsicher. Ich habe mich jetzt schon völlig verlaufen. Was Gutes. Deswegen habe ich mir diese vielen Merkpunkte. Deswegen machen wir das so. Wenn man hier ein paar Wochen dann nicht spielt, dann hat man erst recht alles vergessen. Wo sind wir denn hier gelandet? Nimm das mit. Dieses Stück Papier wird mir in meinen Kunststudien nützlich sein. Ich frage mich, wo es herkommen mag. Ja, das freue ich mich auch. Papier, das ist schon mal gut. Na jetzt. Okay, was ist das? Bitte erstmal das auf, dann hast du vier Stück. Ja, komm ruhig ran. Ich hoffe, den König stört es nicht, wenn ich eines seiner Bücher ausleihe.
Jetzt habe ich 5 Bücher zu Hause. Ich glaube nicht, dass ihn das stört. Der schlief ja eh 400 Tage. Ja, das ist also ganz ehrlich, ne? Lässt den kleinen Mats hier so allein herumstiefeln, wenn er am Pennen ist. Nein, wir müssen es jetzt einfach. Ich würde es gerne wirklich beschriften. Bleib mal da. Warum sieht der da anders aus als die anderen? Kannst du den irgendwie angucken? Dann gehst du jetzt mal hier rein. Es interessiert mich schon, warum die anders aussehen. Ach. Okay. Für Leute mit Orientierung sind wahrscheinlich überhaupt kein Problem. Für mich hingegen schon. Du kannst mal wieder hier rausgehen dann. Wir gehen dann nochmal durch die andere Tür. Ja, vielleicht sinnvoll, sich eine Karte selbst zu malen, ne? Also zumindest ein paar Anhaltspunkte sich aufzuschreiben. Kannst du dir die Sachen ja nicht auch angucken? Nichts dazu sagen? Okay. In diesen mächtigen Hallen zu Lust wandeln, ist wahrlich eine erfüllende Tätigkeit. Ja, wenn du das sagst. Uff. 19 Mal Kohle. Nimm die anderen mit. Und dann kannst du da mal reingehen. Nee, doch nicht. Geh erstmal nach da. Wir haben so viel Zeit, wir können uns hier alles angucken, ganz in Ruhe. Ich sollte öfter mit mir reden. Möglich.
Oh, Moment. Diese Tür sollte zur Bibliothek führen, aber sie ist auf der anderen Seite blockiert. Ich werde dieses Ereignis der Liste meiner Enttäuschungen hinzufügen. Jetzt habe ich 3 Enttäuschungen. Ach Mann, doch nicht nur weil die Tür zu ist. Da finden wir doch einen anderen Weg rein. Das ist ja traurig. Das macht mich traurig. Ein Stück Lehm. Jetzt habe ich etwas rote Farbe für meine Bilder. Siehste? Es gibt sie, die Einsamkeit. Ach, ich denke, das geht da nicht runter. Toll. Ich wurde irgendwie falsch geklickt. Toll. Tja, weiter. Wo ist er denn? Ach! Da hinten zappt er lang. Ah, ein Teil meines Instruments. Sobald ich alle Teile gefunden habe, kann ich zu Hause musizieren. Jetzt habe ich 2 Instrumententeile. Ah ja. Okay. Gehen wir wieder zurück. Ich glaube, wir sind von oben gekommen. Nee, doch nicht. Schön, 2 Instrumententeile, das ist super. 4 Stück brauchen wir, ne? So, dann gehen wir nach rechts weiter. Und ich würde ihn dann ungern hier mitten in den Höhlen zurücklassen. Das heißt, oh, wir sind schon bei einer Stunde. Hätte ich ja hier oben sehen können. Ah ja. Das heißt, wir werden uns dann auf jeden Fall auf den Weg machen. Die Höhle hier ist warm und schön. Findest du? Dann warte mal, dann merken wir uns das einmal. Wir werden ihn auf jeden Fall noch zurücklaufen lassen. Ich würde ihn dann ungern hier so in den Höhlen rumstiegeln lassen alleine. Ich möchte schon, dass er das zu Hause macht. Vielleicht lassen wir ihn was lesen, Moby Dick oder so. Was konntest du da aufheben? Moment. Ah, Kohle.
Das habe ich nicht gelesen, was er gesagt hat. Ja, der König will nicht, dass er rausgeht. Ich weiß auch nicht, ob der kleine Mann wirklich in der Lage wäre, draußen zu überleben. Er ist ja ein Schatten. Ja. Okay. Wie wäre es, mein Freund, wenn du zu deinem König läufst? Ich werde diesem Ort einen Besuch abstatten. Ja, mach das mal. Wir beobachten ihn dabei, wenn er dahin läuft. Dann haben wir die erste Stunde mit ihm noch verbracht. Das ist. Also, das muss einem gefallen, glaube ich, dieses Spielkonzept. Cool, lass mal liegen. Aber es ist sehr interessant gemacht. 400 Tage, die in Echtzeit ablaufen. Ja? Das dürfen wir nicht vergessen. Das mit dem, das hier finde ich echt cool mit dem Merken und dass er dann automatisch dahin läuft, das finde ich echt cool. Wir werden, glaube ich, nur in die Verlegenheit kommen, dass wir zu wenig Punkte haben. Aber dann überschreiben wir halt entsprechend. Das kriegen wir schon hin. Wenn ich jetzt nach Hause laufen lasse, glaube ich, kommt er direkt dahin, oder? Ich werde zurückgehen und schauen, ob noch alles in Ordnung ist. Ah, hier, nee, er läuft dann einfach nach Hause. Okay. Dann begleiten wir den jungen Mann noch nach Hause, denn wie gesagt, ich möchte ihn nicht einsam und verlassen hier in diesen Höhlen zurücklassen, sondern ich möchte ihn schon bis zu seinem Zuhause begleiten. Dann können wir ihm was lesen lassen und dann ist er ein bisschen beschäftigt und grübelt nicht so vor sich hin. Wenn der König am Schlafen ist. Wir haben ein paar Papiere gefunden, ein neues Buch, da werden wir gleich mal gucken, was wir da gefunden haben. Bücher sind alle auf Englisch. Was jetzt nicht so das große Thema ist, vielleicht lese ich die ja einfach. Vielleicht lasse ich es einfach mal laufen und lese die in Ruhe durch. Wie gesagt, ich würde es euch dann entsprechend zusammenschneiden. Die Folge noch nicht, die Folge, die erste Einsamkeitsfolge, kriegt ihr volle Dröhnung ab. Und danach werden wir mal schauen. Kannst du mal aufheben. 22 Kohle. Achso, hier dann. Zeit nach Hause zu gehen. Ja. Den König aufwecken, ja, können wir eh noch nicht. So, das sind wir zu Hause. Wir haben jetzt auch hier liegt jetzt auch, ne? Unsere Kreide und alles. Was wir gefunden haben, die Kohle, die Kreide sind roten Farbstoff. Ah, hier, guck. Können wir den Hellmond malen, die Ewigkeit. Ein Grab, Mutant, Tragödie. Oh, Gottes Willen. Ich habe diese Farbe nicht. Gut, wir lassen jetzt aber nichts malen, sondern der junge Mann kann sich mal hier hinsetzen. Hinsetzen und lesen. Hops. Wir werden ein Buch lesen. Ein Gedichtband haben wir gefunden. Ja, 19 Seiten. Ach, lesen lassen wir mal auswählen. Gut,
Goose Girl hat 12 Seiten. Das ist sehr schwer geschrieben mit den ohne Absätzen und alles. Gut. Zarathustra hat 154 Seiten. Moby Dick 1282. Wir lassen ihn lesen. Ich warte noch mal kurz, um zu gucken, ob er wirklich liest. Ob er dann wirklich umblättert. Wir warten kurz. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch schon mal fürs Zuschauen. Vielen Dank nochmal an Application Systems Heidelberg für den Key. Das ist ein unfassbar interessantes Spiel. Wirklich interessant. Wir werden den kleinen Mann begleiten, so oft es geht. Wir werden ihn versuchen, nicht so lange alleine zu lassen. Inwieweit da regelmäßig Folgen kommen, kann ich nicht versprechen. Ich denke, so einmal in der Woche werden wir auf jeden Fall eine Folge bringen. Dann zeige ich euch, was der junge Mann in der Zeit so gemacht hat. Und ich glaube, er hat umgeblättert, ne? Ja, er hat umgeblättert. Wir werden erstmal schauen, wie weit er denn kommt. Ne? 1282 Seiten lesen sich ja nicht mal so einfach so. Was mich auch interessieren würde, liest er sie dann immer wieder von vorn oder fängt er dort an, wo er aufgehört hat? Clever wäre. Fragen über Fragen. Was machen wir 400 Tage mit dem Kleinen? Wir haben eine Menge Höhlen zu erkunden, wir haben eine Menge Dinge zu finden, Spitzhacke, wir können Dinge erweitern, wir können unsere Wohnung verschönern, was ich alles ganz gut finde und was wir auch tun werden. Und dann, nach 400 Tagen, können wir den König weg. Interessantes Spielprinzip. Wirklich interessant. Vielen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.